Eine Frage des letzten Streams. Wie bleibt man kreativ oder wie kann man sich motivieren, wenn man einen relativ dichten Zeitplan hat oder aber auch natürlich eine Arbeit hat, die einen sehr beansprucht? Und das ist natürlich sicherlich ein Problem, das vielleicht diejenigen, die es ganz beruflich machen, nicht unbedingt haben. Aber für alle Leute, die es nebenbei als Hobby oder als passionierte Begeisterte betreiben, ist das natürlich schon ein großes Thema. In diesem Falle würde ich euch empfehlen, die Latte nicht zu hoch zu stecken und einfach auch als Ziel zu geben, einmal in der Woche was zu machen. Und es ist auch egal, wie groß die ganze Sache ist. Es kann sein, dass ihr euch ein Skizzenbuch nehmt, einfach ein paar Skizzen reingibt, ein paar Scribbles oder sonst irgendwas. Aber setzt euch die Latte so hoch, dass ihr sie erreichen könnt. Und alles, was ihr mehr macht, ist ein Plus. Das heißt, alles, was ihr an Zeit mehr investieren könnt, ist ein Plus. Und alles, was ihr an größeren Aufwand investieren könnt, ist auch ein Plus. Das heißt, es gibt da Zeiten, wo es besser geht und es gibt Zeiten, wo es schlechter geht. Aber so bleibt die Kreativität am Köcheln.